Willkommen zu Detroit Become Human. Wir spielen jetzt den dritten Teil in meiner Serie weiter und schauen mal, wie es weitergeht. Willkommen zu Detroit Become Human. Wir sind letztes Mal, glaube ich, hier stehen geblieben und schauen mal, wie es weitergeht. Findet Ellen, okay, wer könnte es sein? Peter Jimmy, negativ. Negativ. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Negativ. Das ist dein Problem. Willst du einen ausgeben? Habe ich nie gedacht. Scannen wir ihn mal. Mal schauen, was wer ist. Negativ. Ob wir auf der Toilette jemand finden. Der will auch gar nicht rein. Der will ja nur gucken. Okay, dann kann es ja eigentlich nur noch der gute Mann hier vorne sein, wenn wir nicht scannen können. Ach, da ist er her. Du brauchst echt einen Freund, den Kumpel. Lieutenant Anderson. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber ich... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Lieutenant Anderson, ich muss Sie darüber informieren, dass ich Ihr Verhalten melden werde. Naja, wie gehe ich jetzt als Roboter damit um? Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Ja, das ist doch nett. Nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Er bezahlt ja auch gleich als Android. Sagtest du Tötungsdelikt? Ja, war ein bisschen schwierig, aber dann doch überzeugend. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will.
Folge L.T. Anderson. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Nicht Teil von Red und Auto, hast du mich verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Tank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So. Du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen vorgeschlagen. Dachte ich, was los ist. Und da fand er die Leiche. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und Schwert. Körperverletzung. Prüfe Hinweise. Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ob des Carlos, Alter der Probe. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Keine Fingerabdrücke an Androiden beteiligt. Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Opfer nahm Drogen. Brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Alter, das ist ja eklig. Sind perfekt. Viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben. Zeichen eines Kampfes, okay. Gucken, was wir noch so finden. Ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Holen wir denn hier jetzt alles durch? Da können wir das lesen. Mit Androiden, das lassen wir mal lieber. So, untersuche das Opfer. Der Rechtsmediziner. Er sollte vor einer halben Stunde hier sein.
Der ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Hinweise analysieren. Red Eyes, Lithium. Sturm. Okay, dann rekonstruieren wir mal. Opfer stürzte hier, okay. Opfer wurde erstochen. Kam aus der Küche raus, okay. Super, na, haben wir das schon mal rekonstruiert. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Untersuche den Tatort. Briefing ab, einfach und so. Na los, Leute, macht mal hin, wir wollen hier nicht übernachten. Keine Sorge, hier will niemand länger bleiben als unbedingt notwendig. Wir haben ja irgendeinen Hinweis bestimmt übersehen, oder? Was er darin findet. Stück überprüfen, 8 von 10. Ah, da ist noch was anderes. Normale Buchstaben, Schrift A, Cyber Life Sense. Okay. Hier haben wir alles aufgedeckt. Ah, da hinten ist noch ein Hinweis. Hinweis analysiert. Fingerabdrücke. Blut. Rekonstruktion. Das haben wir sehr spannend. Okay. Abweichler wurde angegriffen, emotionaler Schock. Okay. Statt der LT Anderson Bericht. Okay, Beweisstücke.
Ah, da haben wir sogar noch Beweisstücke. Legen wir mal hin. Ah, hier ist auch ein Hinweis, ist ja noch. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Komisch, aber hat er nicht gesagt, die Spur gehört, also der Fußabdruck gehört zum Abweichler? Letzter Hinweis fehlt uns noch. Aber das kann doch nicht das Beweisstück sein hier. Seite 1. Seite 2. Hier ist ja noch was. Nee, das ist ja nur das zum Lesen. Ich dachte, das wäre die Weinflasche. Da fehlt uns noch ein Hinweis, ja? Aber ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann im Badezimmer. Vielleicht solltest du die Küche noch mal genau ansehen. Ich denke, da hat alles angefangen. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer.
Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Ja. Dann scannen wir mal. Wurde benutzt. Spuren führen auf den Dachboden. Was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Gucken, ob er da oben drin ist. Ja, schon eine gruselige Puppe, die da rumsteht. Oh, jetzt ist er abgehauen. Wir müssen hinterher, na hurra. Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein!
Na los! Okay. War eine spannende Szene, weil ich dachte, dass der Android vielleicht sogar so neutral ist und sagt so, naja, komm. Ich lasse ihn mal laufen und entwickle menschliche Züge. Okay, aber für den ersten Teil beenden wir das, für den dritten Teil beenden wir das hier erstmal. Und wenn euch das Video gefallen hat, kauft euch auf jeden Fall das Spiel, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen.